Hallo, willkommen bei Landespfosten, willkommen im Schnee. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir Schneetiere gestalten können. Dafür benötigt ihr einen Löffel und ein Messer. Dazu braucht ihr noch Schnee, den man formen kann. Daraus müsst ihr eine Schneekugel, eine Walze oder einen Schneehaufen bilden. Aus diesem Schneehaufen, dieser Schneekugel, werden wir dann Schneetiere gestalten. Hier ein paar Beispiele. Ob Schneehase, Eichhörnchen, Schneehuhn oder Specht, vielleicht ein Reh im Wald oder eine Schneeeule. Geht hin, seid kreativ, versucht es mal aus. Es macht richtig Spaß. Und ja, viel Spaß im Schnee.